Riecht ihr das auch? Der Geruch von Gerüchten und Leaks liegt in der Luft. Und die besprechen wir jetzt. Hi Cons und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und jawohl, ich bin wieder gesund und kann wieder für euch regelmäßig Content kreieren. Juhu! Während ich im Bett lag und komplett Game Over war, haben mir mehrere Leute den Hinweis gegeben, dass es zu Resident Evil 9 Leaks gibt. Aber ganz kurz, bevor wir in das Video einsteigen, für den Fall, dass ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abonnement freuen. Und jetzt rein ins Video, let's go! Ich hatte schon mal ein Leak-Video zu Resident Evil 9 gemacht, das war irgendwie letztes Jahr im Sommer. Witzigerweise jetzt, so fast ein Jahr später, machen wir nochmal ein Video darüber. Und nach wie vor soll der Titel für das Spiel Apocalypse heißen. Den Hauptprotagonisten, den wir dort wieder treffen und spielen werden, wird Chris Redfield sein. Es spielt 16 Jahre nach den Geschehnissen von Village. Also die Ethan-Geschichte bzw. die komplette Winters-Geschichte spielt in Teil 9 überhaupt keine Rolle mehr. Diese ist abgeschlossen. Jetzt geht es um Chris Redfield und die BSAA. Chris Redfield wird in diesem Teil nicht sterben. Es haben ja auch schon viele gemunkelt, dass Chris vielleicht irgendwann mal sterben wird. Ich meine, der hat ja jetzt auch schon ein gewisses Alter. Aber nein, die Maschine wird auf jeden Fall überleben. Man munkelt auch, dass Jill Valentine in Resident Evil 9 vorkommt und die Rolle einer Ada Wong einnehmen würde. So in der Art geheimnisvoll, immer mal wieder im Background, vielleicht mal hilfreich, die Hand reichen. Ich persönlich fände es wirklich einen runden Abschluss, wenn Chris Redfield und Jill Valentine in Resident Evil 9 gemeinsam wieder dieses Abenteuer, den Survival-Horror, bestreiten würden. Denn so hat es eigentlich auch begonnen, damals in der Spencer Mansion. Und ich fände es cool, wenn das Ganze jetzt so nochmal einen Abschluss geben würde, dass jeder wichtige Charakter nochmal seinen Moment haben wird. Als das Thema zur Sprache kam, dass Chris Redfield jemanden Geliebtes opfern muss, um Zivilisten zu retten, haben ganz viele bereits Sorge, dass es sich um seine Schwester Claire Redfield handeln könnte. Die Sorge habe ich nicht so unbedingt. Ich meine, wir wissen, Claire Redfield sollte laut der Leaks ebenfalls in Resident Evil 9 vorkommen, aber würde ein Bruder seine Schwester opfern für Zivilisten, die er nicht kennt? Ich meine, klar, es ist sein Auftrag, diese Menschen zu retten. Aber würde man das tun? Also ich habe einen großen Bruder und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich eher vorziehen würde zu retten und andere opfert. Also das ist jetzt so mein Ding. Und deswegen würde ich sagen, aus dieser logischen Sicht glaube ich es nicht, dass das Opfer seine Schwester sein wird, sondern jemand anders. Allgemein soll sich das Spiel, also Resident Evil 9, schon bereits circa 2 Jahre in Entwicklung befinden und wir sollen dieses Jahr gegen Ende des Jahres schon erste Informationen zu diesem Spiel erhalten. Ich habe auch schon irgendwie gehört, dass es ein Multiplayer werden sollte. Das tatsächlich glaube ich auf gar keinen Fall. Ich denke, dass Capcom aus ihren Flops gelernt hat. Also zumindest hoffe ich das, denn Resident Evil ist kein Multiplayer-Spiel. Also bitte macht mir jetzt keine Dead by Daylight-Scheiße, da bin ich raus, ja. Reverse war ein Flop, Resistance war ein Flop. Das Einzige, was gut war, war Outbreak, okay. Aber das, glaube ich, wird nochmal extra geremaked oder geremastert. Ich denke nicht, dass Teil 9 ein Outbreak werden wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es wird die ganze Geschichte so ein bisschen abrunden. Zumindest hoffe ich das. Das Spiel soll auch mythologische Feinde haben, allerdings keine mit irgendwelchen übernatürlichen Kräften, wie das bei Rose der Fall war, sondern wieder eher so in Richtung Classic. Denn es handelt sich jetzt immer noch um Biowaffen und um, ja, eigentlich Ergebnisse von irgendwelchen Experimenten, die wir jetzt bekämpfen würden. Also man merkt, es geht wieder so ein bisschen zurück zum Ursprung, womit es angefangen hat. Außerdem soll es auch wieder Herrenhäuser geben, beziehungsweise Schlösser, so im Stile von Salazar, seinem Schloss, und von der Lady Dimitrescu, weil das ja auch diesen Baustil hatte von der Spencer Mansion. Und ich finde, Gebäude in der Art und Weise gehören einfach zu Resident Evil. Und bitte nicht schon wieder ein Dorf. Ich habe wirklich die Schnauze voll. Ich möchte kein Dorf, ich möchte jetzt Herrenhäuser haben und ein geiles Schloss, geile Kulisse. Ich möchte Schiss haben, ich möchte keine zu viel überladene Action haben.
Ich möchte einfach ein gutes Resident Evil haben, Heide Bimbam. Ich hoffe, das wird in Resident Evil 9 zurückkehren. Soweit alles Gemunkele. Wenn sich aber das in der Art und Weise bewahrheiten sollte, fände ich es gar nicht so schlecht. Wir werden es erfahren, und zwar gegen Ende des Jahres, Oktober, November, soll es die ersten News geben und Informationen zu Resident Evil 9. Die Geschichte, wie sie jetzt rüberkam, die ist jetzt auch anders, wie als ich vor einem Jahr über die Leaks gesprochen habe. Da hat es noch ganz anders geklungen. Jetzt, finde ich, hat es schon wieder etwas, was Sinn ergeben könnte. Ich kann es mir vorstellen, dass es mit Chris Redfield weitergeht, dass er seine Geschichte nochmal erzählt, dass Jill Valentine nochmals ein bisschen erzählt, was bei ihr passiert ist, was jetzt ihr Werdegang ist, wie sie Chris unterstützt oder die Arme greift, dass vielleicht Claire tatsächlich einen kleinen Auftritt haben wird, aber sie wird nicht geopfert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Resident Evil 9 erwartet. Glaubt ihr, an den Leaks könnte etwas dran sein? Es klingt plausibel. Habt ihr schon irgendwelche Ideen für eine Geschichte? Was könnte denn passiert sein in Resident Evil 9? Wie könnte es auch zum Ende kommen? Und ja, lasst mich alles in den Kommentaren lesen und lasst uns wie immer heiß diskutieren. Das war's eigentlich auch schon. Ich wollte ganz kurz die Leaks zusammenfassen und hoffe, dass ihr das ein oder andere Neue von mir hören konntet und wir jetzt einfach so ein bisschen philosophieren, was wir uns wünschen würden und was wir glauben, was tatsächlich der Fall sein kann. Im Oktober, November werden wir auf jeden Fall schlauer sein und ich finde es immer interessant, wenn man dann hier so munkelt und dann kann man das so schön vergleichen und sagen, hey, wir lagen komplett daneben oder hey, so schlecht waren wir gar nicht. So Leute, das war es jetzt endgültig von mir. Ich höre jetzt mal auf mit meinem Laberflash und freue mich, mit euch zu diskutieren, natürlich wie immer friedlich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, Leute, macht's gut and don't forget, be unique.